Leute, Freimax hier. Heute haben wir was wieder so sehr Geiles vor. Wir spielen wieder Gartic Phone. Stille Post, gekoppelt mit Scribble, mit Zeichnen. Ich bin unfassbar scheiße im Zeichnen. Letztes haben wir das nur mit Grobmotorikern wie Hanky und so gespielt. Da war es ganz lustig. Heute bin ich in einer richtigen Tryhard-Gruppe drin. Mit Anni, Maluna, Rezo, Rumatra, Shoyoka, Sterzig und Vless. Ich bin mit Abstand der Schlechteste. Seid ihr bitte nicht sauer, ich kann es nicht. Viele finden es lustig. Ich bin immer extrem aggressiv und auch sauer, dass ich so schlecht bin beim Zeichnen. Aber im Nachhinein ist es dann irgendwie witzig, den Kontrast zu den anderen zu sehen. Deswegen machen wir wieder mit. Wird auf jeden Fall geil. Oh Gott, jetzt brauche ich, oh mein Gott, jetzt muss ich kreativ sein. Oh mein Gott, man ist ja unter Zeitdruck. Das haben wir letztes Mal nicht. Weiß ich. Das ist heute Hardcore. Fertig. Ich habe mir vorher schon was ausgedacht. Ich sag einfach mit einem verdrehten Kaffee. Keine Ahnung. Okay, jetzt muss ich mir das malen. Man ist ja auch hier unter Zeitdruck. Aber ultra. Ich bin fertig, easy. Was ist das denn? Ja. Das ist ein Meisterwerk, was ich hier bekommen habe. Gott, Junge, was? Was? Ich hab keine Ahnung. Hättest du gezeichnet, ey. Oh, Zeit läuft ab, Leute. Es hat geklingelt. Keine Ahnung, Alter. Ich musste irgendwas schreiben. Was? Digga, ich weiß doch nicht, wie dieses Tier aussieht, Mann. Was denn los? Ey, wir müssen auf jeden Fall nächste Runde irgendwie mehr Zeit machen. Und scheiß drauf, ich hab keine Ahnung, wie Rumatra aussieht. So ein Dude mit so einem Kinnbart und so einer Brille und so einem Oberlippenbart. Ah, stimmt, Brille. Mhm. Schaffe ich nicht mehr. Was? Was? Das ist zu hardcore. Ey. Was soll man damit machen? Ich hab so Bock auf die Auflösung gleich. Das wird richtig. So, jetzt wird's gut. Das oh. wird das Rot, wird schwierig, weil echt nicht viel Zeit. Flesk verprügelt Rumat. Wollen du es selbst gezeichnet? Trümax unboxt mit 70 Jahren endlich das Regenbogen Pikachu. Oh Mann, was? Ich hab die 70 gar nicht gecheckt. Trümax zieht Pikachu. Es tut mir so unfassbar leid, aber ich habe es nicht erkannt. Rezo kämpft auf Leben und Tod gegen Schlumpfine. Oha! Schlumpfine zieht an Kild Rezo. Schlumpfine zieht an Kild Rezo, hab ich nicht verstanden. Dann zieht Schlumpfine an Kild Rezo. Rapunzel. Rapunzel. Keine Ahnung. Rapunzel zieht toten Rezo mit sich um. Oha, voll gut. Gut. Pia, voll gut. Holy shit. Voll gut. Vor dem Anfang war es nur ein Kampf, am Ende wurde einfach nur Tote dahergezogen. Ja, stimmt, am Anfang war noch so Action. Das hat sich dann voll geklärt. Gut. Konnte man nicht erkennen, what the fuck. Ging nicht. Frau Brent. Frau Brent. Ja, was willst du sagen? Ja, wie soll man damals erkennen? Jetzt achte. Maluna brennt. Ja! Sie schreit. Ja. Der Turnaround. Frau brennt einfach. Einfach Frau brennt. Einfach Frau brennt. Gerettet. Zurück. Ja, der Zeitdruck war brutal. LOL, okay. Ah! Ach, das kann man ja nicht checken. Andi wird zu einem Andi-Frosch und leckt. Oh. Alter, Rezo, was? Ja, das ist doch da zu sehen! Hey, Andi, wieso malst du so gute Bilder? Ich fülle den Hintergrund aus, das macht alles aus. Trimax mit dem. Da kommt der grüne Abschluss. Strong. Rumatra bettelt nach Twitch Primus. Ah. Das ist so gut. Rumatra betet, dass alle Prime Gaming bei ihm nutzen. Oh, süß. Alter, wie krass ist der Kreis? Ist das Rumatra gut? Bettelt und wird wie gut sie das durchzieht. Ja. Ich hab's nicht verstanden. Aber jetzt, sorry. Jetzt. Rumatra ist süß und klatscht auf Twitch. Was? Ach so, klatscht er. Ja, ich hab gedacht, auf der Fell, der klatscht auf Twitch. Alter! Ja, die letzten beiden ist sehr entfernt. Aber davor war gut. Aber davor war sehr gut, ja. Nice try. Rezo zerstört jetzt die CDU. Oh mein Gott, ja. Das ist nicht FSK 18 geworden. Das ist gar nicht gut geworden.
dachte, das wäre ein... Warum das? Ich dachte, dass er einen Penis in einer Hand hat. Warum meint ihr das so? Razor schiebt seinen in die CDU und CDU sagt auch. Alter. Hey. Die Razor hat die CDU in den Poppers. Ich bin nicht fertig geworden. Das ist die CDU für dich? Ja, ich wollte den hier. Tor. Ja, ja, Abenteuer. Kennt man hundertprozentig. Den Zerstörer. Plesk greift Trumatra auf den Rücken eines Dinos an. Alter. Wieso sterbe ich einfach in jeder Zeichnung? Ich hab jetzt so scheiße gemacht. Chat, ist das gut? Ich werfe die Zeichnung mit denen von den Leuten. Oh, wer hat fertig gedrückt? Ich habe auf fertig gedrückt. Es tut mir leid. Ich dachte, wenn ich auf fertig drücke, dann ist es nicht schlimm. Oh. Habe ich mir auch gedacht. Ja. Haben wir uns gleichzeitig gedacht. Das habe ich mir aber auch gedacht. Das ist so dumm und rar. Ich will es dir so leid. Alle drücken auf, wenn ich fertig drücke, passiert schon nichts. Alle drücken fertig. Leute. Das kann keiner checken. Okay, ich drücke fertig. Was ist das denn? Was ist das denn? Das verstehe ich nicht. Ich muss leider wieder auf fertig drücken. Es ist mal wieder ein Kunstwerk. Ja, einfach. Alter, ich habe gerade, glaube ich, eine krasse Wissenslücke bei mir offenbart. Kennt ihr das, wenn ihr so peinlich irgendwie zeigt, dass ihr was nicht wisst? Ja. Ich habe gerade eine Deutschlandkarte gemalt und Österreich da dran anliegend. Könnt ihr euch vorstellen, dass das scheiße gelaufen ist? Ja. Trümmax ist Imposter Kid Flask of Camp. Okay, oh mein Gott, das kam anders. Das ist wild geworden. Das ist wild geworden. What the fuck, wie stark. Ey, voll mega stark. Anni, Alter. Alter, perfekt gezeichnet. Alter, Real Talk. Okay. Okay. Morgen hast du vielleicht noch. Scheiße. Oh, Jesus. Oh, mein Gott. Das ist immer schlimmer. Immer brutaler. Plus eins ist Plus gut. Eins. Ich konnte das so in eine andere Richtung gehen? Das tut mir so leid. Wieso ist Trimax eigentlich immer ein Kasten bei mir? Wann ist es tief gelaufen? Das ist der Greenscreen dahinter. Also, was soll Ach so. Das ah, das ist der Greenscreen. Ja, richtig. Ah, Trimax liebt Green. Der Beamter übt Vergeltungsschlag gegen Rezo. Ja, das war halt, ja, guck mal, was ist das denn? Oh, Es sieht so gut. Was schreibt denn Blast dahin? Er sieht einfach aus wie ein Schwein. Er sieht aus, wie als wäre das einfach irgendwie so eine Augenklappe. Ja. Das ist eine Brille. Geil, Alter. Romatra boxt Anni, weil sie ihn gemutet hatte. Zurecht. Romatra boxt Anni ins Gesicht, weil er Musik hat. Da oben war so eine durchgestrichen. Ach, Mute, das war's Mute. Ich finde, ich habe Matra so gut getroffen. Ins Gesicht, weil er keine Musik macht. Ja. Ja. So, ich hab's gerettet. Ja. Und wir sind nackt. Cool. Sie haben wie zwei Würstchen. Alter, wie zeigst du denn, Matra? Bei mir sind immer alle nackt. Ich zeichne nur nackt. Flask backt Among Us Weihnachtskekse. Ultraschwer. Instant kann das auch so gut gemalt, Trimax, 10 von 10. Das war echt cool gemalt. Flask backt Among Us Weihnachtsplätzchen. Yummy. Derzi kann das auch so gut. Derzi! Und ich hab zuerst das mit Among Us nicht gelesen. Und dann hab ich das noch nachgesagt. Der Blick so. Cookies. Ich hoffe, die sind lecker. Voll strong. Also, das war so süß, ey. Boah, Alter. Ja, jetzt kam meine Schwachstelle. Jetzt kam meine Schwachstelle. Der Flex aus einem fernen Land. Was? Ach, das Viech. Oh nein. Ich hab's leider nicht erkannt. Schnee? Ich wusste, wie ich die Junge malen soll. 600 Kilometer von anderen Kriegern. Das ist für mich Deutschland und das ist Ich hab's so verkackt. Ey, ich hab's verkackt. Ey, wie kann die Flagge wieder nicht? Eigentlich? Romatra bei GMTN. Aber wir teilen uns schon viel. Oh. Jetzt bin ich gespannt. Genau sowas wollte ich, dass ihr sowas zeichnet. Romatra fühlt den Catwalk so richtig hart. Oh. Junge,
Sumatra mit rotem Kleid und hohen Schuhen auf einem Catwalk. Oh, süß. Catwalk. Sumatra gewinnt bei GNTM in rotem was? Kleid. Oh mein Gott, ich hab GNTM so gerettet. Zeigt Bein. Immer so ein bisschen voll gut. Reinterpretiert und die anderen Leute, die so voll buchstäblich das einfach schreiben, was sie da sehen. Direkt zurück in der nächsten Runde, Max. Das kriegst du direkt zurück in meiner Runde. Nö. Doch. Sehr sweet, sehr sweet. Sau gut. Was? Sehr gut. Oh, was? Miki gegen Trömax Boxkampf. Trömax. Du hast die Geschichte einfach umgeschrieben, Max. Wie unfair. Nein. Trömax und Boxkampf in einem Boxkampf. Alter, Anni! Alter, Max, das brauche ich. Das brauche ich. Das lade ich mir runter. Das lade ich mir runter und schicke das Miki. Oh Gott. Wild. Ist wild, gut? Chat. Egal, wer den Job hat. Alter, Romato, du bist so low. Egal, wer den was denn? Erkennt man, dass ich das bin? Muss ich doch irgendein Detail malen? Ich ja. Find, ich, das wunderschön. Ist ich genau. Bin zufrieden mit meiner Leistung. Ich bin sehr zufrieden ich bin mit sehr meiner unzufrieden. Leistung. Das ist, glaube ich, meine schlechteste Zeichnung heute. Also, okay, wir ist bestimmt das super. Auf. Wir werden das erkennen, wenn wir zurückbringen. Ihr werdet es erkennen, okay. Was ist das denn? Was? Oh mein Gott. Es tut mir so leid. Es tut mir so leid. Scheiße, wer soll das recht sein? Oh, was? Oh, ich hoffe, es wurde gespeichert. Ich glaube, es wurde nicht genommen. Oh, ich habe es, glaube ich, nicht gepackt. Doch, doch, das wird genommen, wenn du es da irgendwas okay, stehen. Okay, dann ist das mitten im Satz. Was bedeutet Punkt, 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 hä? Das was? Verstehe ich. Das finde ich dumm. Punkt, Punkt, Punkt ist dumm. Was? Ey, ich habe gerade. Ja. Boah. Jede dritte Zeichen ist irgendwie ein Master, der völlig im Arsch ist. Das ist so scheiße. Wie geil einfach. Ich bin zufrieden. Ich bin noch nicht fertig. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Das habe ich falsch verstanden. Hi, Max. Was? Oh nein. Max konsumiert Gras und träumt davon, wie muskulös. Oh nein! Oh weia! Hey, was ist das denn gegangen? Strong. Alle trinken, alle haben getrunken. Jo, alle waren komplett besoffen. Aber immerhin kam das noch an. Flesk kippt sich einen in die Rüstung. Oh ja! Jawohl. Ja, du hast eine Rüstung an. Das habe ich so definiert. Alter, wie gut. Der Sohn von Flesk und Tomatra will sich Drank überfahren, L. Warum? Wie willst du das denn zeichnen? Ich will Drank überfahren, aber es Anni und Rezo kämpfen darüber, was der beste Eistee ist. Das ist so nicht angekommen. Ich glaube auch. Das ist absolut nicht angekommen. Auch ein langer Arm. Rezo besteht auf Eistee Pfirsich. Ich kann Pfirsich nicht. Ich hab's zeitlich nicht gepackt. Rezo ja. Streit ihn. Ohne weg. Wieso, Rezo und Punkt, Punkt. Rezo schreit 3 Punkte an. Ja, das geht auf meine Kappe. Das geht auf meine Kappe. Ich hab's verkackt. Die Zeit war auf einmal zu Ende. Wir wollten streiten sich über den besten Geschmack, Eistee oder Zitrone, und dann war zu Ende. Romatra macht Squats. Kriegt Asthma an. Oh nein, oh nein. Oh Mann. Yes. Romatra macht Squats für geilen Arsch, aber hat Asthma. Ja. Jawohl. Romatra inhaliert Nacht an einem Sauerstoffinhalator. Was? Geil, Alter. Romatra wird künstlich beatmet. Diese Mini-Zensurbalken. Der ist ja völlig abgedriftet. Ey, das ist wirklich abgegangen. Das von Romatra auf OnlyFans. Oh! Oh! Ja, das war die Rache. Jetzt bin ich gespannt. Die Rache von Max. Ich hab das rechts nicht erkannt, das Unrecht. Romatra fotografiert sich in Unterwäsche in einer sexy Pose. Romatra macht Bilder für OnlyFans. Was? Wie gut! Ja! Das hält sich.
Ich bin horny. Ich bin horny. Romata ist horny und macht OnlyFans. Alter, wie ihr die Kurven wieder zu OnlyFans haben. Wie gut, was für ein Comeback. Strong, sehr das strong. Ist das speichert mir. Speichert ja. Ich safe. 5 Euro, Schnäppchen, Schnäppchen. Tramax wird zum Egal. Das war nicht von mir. Aber war gut von mir, oder? Egal. Ja, oh. Digitiert. Tramax wird zu einer Dreckqueen. Okay, da ist es gekippt. Es zieht es ein bisschen. Und das war strong. Tramax als Drag Queen mit viel Make-up und Brustbehaarung. Also diese minimalistischen Bilder von Wilson sind echt gut. Krass. Ey. Ja, 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 das ist echt gut. Hey. Ich habe so einen absurden Satz. Kleines Feature noch aus dem Chat. Oh mein Gott, was? Was? Oh Gott, das was ist nicht. Das denn? Das ist Hardcore. Was ist mit euch? Das, oh, also, ich hätte mehr Zeit gebraucht. Mit mehr Zeit hätte ich es hingekriegt. Fuck. Hättest du nicht. Doch, mit mehr Zeit hätte ich es hingekriegt. Mit mehr Zeit hätte ich es auch hingekriegt. Scheiße. Ey, ich finde, für die Zeit habe ich abgeliefert. Ihr seht gleich, ich habe abgeliefert. Hä? Wir hätten so schlecht das gemacht. Das bin ich jetzt. Jetzt bin ich auch verwirrt. Die Zeit ist ja unglaublich schwierig. Was ist das denn? Das ist schwer. Ich male jetzt fast besser als eben. Nee, ich nicht. Nee, bei mir ist das nicht der Fall. Merke ich das bei mir auch nicht. Das trifft nicht zu. Ich finde, man kann schon ein bisschen erkennen, von wem die Zeichnung davor kommt, ne? Ja. Ja, das stimmt. Deswegen würde ich gerne fragen, was zum Fick du da gerade gezeichnet hast. Ja, sorry, das stand so da. Alter, das wird doch meine Beste heute. Annie ist eine Biene und wirft Molotov-Cocktail. Oh, I panicked, sorry. Guck, wie ich es gerockt habe. Flügel kommen insane gute Zeichnung. Molotov. Biene wirft einen Molotov-Cocktail. She cute. Oh, she cute. Okay, das finde ich sehr gruselig. Das sagt das Ding. She cute, gut umgesetzt. Ja. Oh. Süß. Freundlich. Ey, Patrick, was ist denn ihre? Es tut mir leid, ich weiß auch nicht. Anni mit dem Körper von Trümmer. Oh Mann. Ja, toll. Toll, jetzt hab ich sie direkt verkackt. Das war schon wieder so eine Anni in der Ding. Ja, lustig. Was ist denn das später geworden? Ich bin auch gespannt, was das ist. Süß! Anni und Trümax bekommen ein sehr glückliches Kind. Aua! Als ob das Kind direkt dick sein muss, what the fuck? Anni und Trümax bekommen ein Kind. Ja, naja. Rumatra, das hätte man noch besser zeichnen können. Ja, echt mal. Rumatra ist echt verkackt. Auch in der Zeit. Ja. Aber man sieht auch noch so in der Animation, wie er es einfach nur ausmalt, den braunen Kreis. Okay. Das habe ich mega gut umgesetzt. Jetzt weiß ich was. Guckt euch den Hai an. Jetzt weiß ich was. Jetzt wird keine 100 Euro für seine Und das habe ich gar nicht gegettet. Hä, komisch. Base ist nackt mit 100 Euro Schein und will Banane mit Hai. Wow, das also das Thema hat sich auf jeden Fall behalten. Ja. Das speichere ich, das muss ich speichern. Das ist ja nicht von jeder getätigt. Tappe runternackt. Oh Gott. Warum immer auf mich, Max? Damit genau sowas entsteht. Dafür bin ich hier. Guck mal, wie perfekt. Sieht ein bisschen aus wie Kalle. Alle einfach. Okay. Kommt das nackt wieder? Rumatra. Rumatra, versuch diesmal noch weniger zu zeichnen. Die Treppen runter. Ich war ein Zeitdruck. Hä? Was? Eins mit der Treppe. Rumatra verwandelt sich zur Treppe. Ey, Vlesk hat auch so einen eigenen Zeichenstil. Ganz brutal, aber gut. Alter. Das, da erkennt man auch als Zeichenstil, das ist ein Trimax. Das ist ein echter Trimax. Ey, das war ultra geil. Da gibt's keine zwei Meinungen, okay? Das Game ist einfach nice. Egal, ob man mega geil zeichnen kann mit vielen Details oder ob man gar nicht zeichnen kann und aufgeschmissen ist, wenn du Deutschland malen musst oder Flammen oder ein Frosch. Ich bin eigentlich immer aufgeschmissen, aber ist auch gut. Man erkennt meinen Zeichenstil. Wir müssten jetzt mal wieder mit Hanky zocken, der zeichnet auch wie ein Elfjähriger. Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare. Wollen wir das nochmal zocken? Ja, sollen wir. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Haut rein, tschüss.